Aber du. Glaube nicht, ich hätte vor, deine Wange zu streicheln und mir Fehler einzugestehen. Ich weine nicht und frage, was hätte sein können. Das verstehst du sicher. Ah, dennoch bin ich irgendwie stolz auf dich. Du besitzt große Entschlossenheit, Stärke, Courage, alles edle Tugenden. Ich hätte dich längst töten sollen. Ohne Giwahi, Ragini. Wir haben ein Problem. Haytham hat das Amulett nicht mehr. Aber der Tempel schickt noch Daten. Da muss noch mehr dran sein. Nur ein Weg ist herauszufinden. Desmond muss weitermachen. Wir nehmen Vater mit. Und beerdigen dann. Fehlgeschlagen. Ja, klar. Okay. Selbst der Tod, also mit ihm, hätte nichts gebracht. Super. Also, Desmond und der Rest ist immer noch schlauer als wie zuvor. Oh Mann. Mein Vater ist tot. Charles Lee führt nun den Templerorden an seiner Stadt. Ich weiß nun, warum dies ein ewiger Krieg ist. Für jeden geschlagenen Stein kommt ein neuer aufs Spielbrett. So geht es hin und her. In aller Welt. In allen Zeiten. Manchmal verliere ich den Glauben. Doch ich darf mich meinen Zweifeln nicht ergeben. Das Volk braucht mich. Jetzt mehr denn je. Ich muss die Templer stoppen. Ich werde Charles Lee töten. Oh. Okay, ich kann euch nicht sagen, was passiert ist. Auf jeden Fall. Hat einfach das Spiel sich minimiert. Heute hier, um eines Mannes mit einer Vision zu gedenken. Ich hoffe, wir werden verändern wollen. Und dann er hat sie verändert. Seht euch um. Das Video halt nochmal schnell halten. Die Briten den Rückzug vor. Ihr Wille gebrochen. Ihr Heer zerschlagen. Als nächstes sind die Führer der Patrioten dran. Entweder finden sie zu uns oder sie finden den Tod. Ich bin freiwillig gekommen, also. Er schickte mich fort. Damals in Fort George. Er sorgte sich um mich. Ich hätte bleiben sollen. Er sagte, es sei ungefährlich. Er lag falsch. Ich töte dich, Connor. Das schwöre ich. Nicht hier jedoch. Nicht heute. Nein. Erst zerstöre ich alles, was du liebst. Ich werde deine Siedlung niederbrennen und die Köpfe deiner geschätzten Gründungsväter in den Flammen rösten. Und wenn ich fertig bin, verbrenne ich den ganzen Rest. Deine fröhliche Assassinenbande. Den menschlichen Abschaum, der auf deinem Land lebt. Dein Dorf und seine Bewohner. Alles wird brennen. Versuche es, Charles. Doch wie all deine Pläne wird auch dieser ein Fehlschlag sein. Bringt ihn auf die Füße. Er soll warten. Er soll zusehen. Und dann. Wenn er mit ansah, wie sein ganzes Lebenswerk zerstört wurde. Erst dann erlaube ich ihm zu sterben.
Bringt ihn weg. Was hast du erwartet? Wenn du in die Höhle des Löwen... Wer ist denn die Leute? Zerschneid diese Bestien! So. Du gehst nirgendwo hin. Ich bringe dir. Ich habe Freunde gerufen. Wir nehmen mal ganz kurz hier. So. Wo ist Charles Lee hin? Am Hafen. Er nimmt eine Fähre. Okay. Ich hoffe, dass das Video jetzt kein Problem hatte dann. Ja. Wir werden ganz kurz hier uns anonym machen. Oh. Ah ja. So. Und wir reiten jetzt runter. So, hier entlang. Oh ja, wartet. Und zwar folgendes, gibt es eine coole Fähigkeit, und zwar nicht, aufwiegeln, nein, locken, nein, Hinterhalt schützen, Leibwache, ich glaube... Geheimeskorte war das, genau. Seht ihr das? So, jetzt tun wir nochmal hier schnell umstellen. Und zwar auf... Leibwache. Oh ja, ich werde jetzt hier wieder gefangen genommen. Oh, klappt das nicht? Ja, doch, es klappt. Soweit. Okay. Beeilen wir uns mal ein bisschen schneller. So. Die können sich jetzt verdrücken. Ich dachte, ich hätte dahin gemusst. Okay. Was ist das denn für ein Schiff da hinten? Bis dahin soll ich echt paddeln. Okay. Ja, dann... Ja, wie gesagt, eben, das ist mitten im Video einfach das Spiel minimiert. Was ich natürlich sehr merkwürdig fand. Ja. Und dass der Bildschirm so komisch rot-schwarz wird, ist ein wenig anstrengend. Da sind Gegner. Ja, na gut. Ja, jetzt habt ihr schon mal das erste Mal gesehen. Und zwar das erste war folgendes. Dass man in einer Art wie eine... Ja, als Gefangenen sozusagen getarnt wird. Ja. Man wird als Gefangener getarnt und... Oh, da können wir nicht hoch. Und man kommt sozusagen in Gebiete rein, wo man halt nicht rein kann vorher. Na, können wir hier auch hoch? Ja, sehr schön.
Ach, hier müssen wir eh hoch. Ja. Na, dann ist ja super. Nee. Gibt's da irgendein Fenster? Oh, 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 das war jetzt nicht so geplant. Okay. Nein, 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 nein. So rum. Halt. Einen rüber. Diese hier sollten euren Vorstellungen genügen. Oh. Da liegt ihr falsch. Sie sind krank und schwach. Wir wollen eine Armee aufbauen und kein Spital füllen. Es würde Monate dauern, sie kampftauglich zu machen. Wir haben keine Zeit. Nein, bitte. Wir werden wirklich alles für euch tun. Egal was. Aber nehmt uns mit. Still, Hund! Eure Ware ist nutzlos für uns. Vielleicht sollten wir das in meiner Kajüte besprechen. Okay. Entdeckt. Oh. Dadurch wird man entdeckt. Oh shit. Okay. Kommt er jetzt auch noch her? Ja, das ist gut. Dann... Nein? Nein? Okay, gut. So. Euch auch leid tun. Ihr kam diesen ganzen Weg für nichts. Sagt mir, warum ich euch nicht ins Meer werfen lassen sollte. Kein Grund für Hastigkeit. Gebt mir nur etwas mehr Zeit. Ich suche auch die anderen Schiffe ab, wenn ich muss. Es gibt sicher Gefangene, die euren Ansprüchen genügen. Nun gut. Ihr habt 2 Tage. Hä? Danke. Stellt euch in der Green Dragon Tavern in Boston mit den gewählten Männern vor. Dort treffen wir euch mit unserem Anführer. Okay. Machen wir Folgendes. So. Ja, sieht ganz gut aus, hä? Als wäre der Teufel hinter ihm her. Ja, okay, gut. Eliminiert. Die letzte Ruhe. Hm?
Oh, geschafft. Okay, gut. Dann haben wir alles gut gemacht. Oh, oh, oh. Okay. Ab zur Green Dragon. Nach Boston. Ups. Gerade Schluck auf. Ja, wir gehen erstmal dahin. Sicher, sicher. Ich weiß jetzt nicht, wie lange die letzte Folge lief. Wann er abgebrochen hat. Deswegen nehme ich jetzt erstmal auf. Ja. Och, wir sind ja gleich da. Wunderschön. Oh, Connor läuft ja ohne Dings rum. Okay, ohne Kapuze läuft er rum. Machen wir folgendes. Ja, hier nehmen wir Pistole. Ja, auf jeden Fall Pistole. Erstmal. Brauchst du was, Süße? Nein. Ach, Rüpel. Kann ich euch helfen? Das weißt du doch. Pardon? Oh! Mann. Ich verschwende meine Zeit nicht gerne. Hört auf! Ich rufe sonst die Wache! Ein Mucks und du stirbst. Was wollt ihr denn? Er ist im Hafen, am Long Pier vermutlich. Wir hörten, was bei der Parade geschah. Charles wurde ganz nervös. Er sagte, er verlässt das Land. Ich dachte, er übertreibt nur. Wohl nicht. Oh. Vielen Dank. Er wusste doch ganz genau, was ich wissen wollte. Okay. Da oben. Ist das eine Geld oder was ist das? Oh, nochmal eine Kiste. 750, okay. 2400. Ach, die Truhe. Okay. Hm. Hier sind zwei meiner Mitstreiter. Okay. Achso, wir haben schon das Ziel markiert. Gut, sehr schön. Wie in der Nähe des Hafens finden. Ja, die letzte Fähigkeit, die ich hier aktiv habe, das ist um meine Freunde sozusagen herbeizurufen. Die werden sozusagen als Leibwache dann mitlaufen. Alle zusammen. Das sieht echt cool aus dann. Wenn ihr was braucht, was ich nicht habe, ich finde es für euch. Halt, dieser verdammte Nebel. Nee, dann. Okay, noch etwas rüber. Noch etwas rüber. Entschuldigung. So. Sind ja fast da. Halt. So, hier entlang. Okay. Die Reederei Wolf. Jetzt läuft er. Wow. Okay. Hier kommst
Ach nein. Wirklich nicht. So. Ach. Da kannst du nicht rein. Es gab einen Unfall. Ach, Connor. Okay. Ach. Naja, was soll's? Ja, Lee, wir kommen immer näher zu dir hin. Ich kann nicht auf ihn schießen. Ach, ich kann keine Schusswaffe auswählen. Okay. Autsch. Warum so hartnäckig? Du wirfst uns nieder. Wir stehen auf. Du durchkreuzt einen Plan. Wir schmieden neue. Du streckst dich an, aber es endet immer gleich. Die, die dich kennen, halten dich für irre. Und zwar deswegen. Auch die, die du retten wolltest, wenden sich nun von dir ab. Und doch kämpfst du. Widersetz dich. Warum? Weil es sonst niemand tut. Oh. Voll in die Post. Okay. Ne, rennen können wir eh nicht. Okay. Zur Not rufe ich meine Leibwächter. Aber ich weiß nicht, was er hier will. Frohe Nacht, weiß. Er ist landeinwärts, nahm eine Fähre, den Charles River hoch. Ich werde auch dahin müssen. Natürlich. Sagt einfach Bescheid. Okay. Die Jagd auf Lee. Sequenz 12. Wow. Versagt. Versagt. Ja. Schaden nehmen und... Naja. Was soll's. Der Connor ist auch extrem verletzt. Wie soll er da... naja. Okay. Auf jeden Fall mit Connor kann es nicht zu Ende sein. Er muss Kinder machen, weil Desmond ja lebt. Okay. Oh, lauf bloß nicht zu schnell. Puh. Bist du rasant unterwegs, Connor? Oh, 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 oh. Genau, mach die Tür auf.
Da hinten sitzt er, in der Ecke. Das ist schon krass. Zwei Halbtote. Das Ende von Charles Lee. 6 Monate später, okay. Ein halbes Jahr ist es her. Und der Apfel liegt da die ganze Zeit. Warum sollten Sie das hier lassen? Oh. Schon lange haben wir auf deine Rückkehr gewartet. Du hast getan, was du solltest. Du hattest Erfolg. Nein, ich habe versagt. Mein Volk ist fort. Von denen verjagt, von denen ich mir Schutz versprach. Es ist ein Tausch. Eine Art Opfer. Und nicht umsonst. Denn du fandest es. Das? Nun musst du es verstecken, wo niemand danach suchen wird. Und dann bei Zeiten, was einst war, wird wieder sein. Das verstehe ich nicht. Brauchst du nicht. Tu nur, was wir sagen. Danach mach, was du willst. Was ist mit meinem Volk? Du hast diesen Ort gerettet. Das war deines Volkes Aufgabe. Das ist das Wichtigste. Es ist nicht genug. Es wird nie genug sein. Du strebst nach etwas, das nicht existiert. Und doch hast du etwas bewirkt. Und das wirst du wieder tun. Denk daran, du musst das Amulett verstecken, wo niemand es findet. Zerstört. Soll... Okay, das Amulett verstecken, wo es keiner findet. Nur Desmond dann eben halt.
Okay, da verbuddelt er jetzt also. Ja, das Amulett. Ach, dieser Stuhl ist grauenvoll bei mir. Okay. Das war's, hä? Ich weiß, wo der Schlüssel ist. Ja, dann los! Genau. Was machen wir noch hier? Achilles. Ja. Ein Ult, mein alter Mann. Ah, Mist, steht kein Grabzeit da. Connor und... Es war immer noch da. Das war's wohl. Wir sind direkt hinter dir. Oh. Ach so. Na gut. Noch irgendwas zu sagen? Rebecca? Dad? Sean? Nein? Okay, Leute. Also, wir kommen zum Ende, ja? Wir öffnen das Tor. Das Ende naht. Ja? Und wisst ihr, was jetzt richtig fies wäre? Wenn ich jetzt einfach die Aufnahme beende. Nein. Ist mir gerade so durch den Kopf geschossen. Ich tue jetzt die Aufnahme beenden und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Nein. Das ist jetzt bis zum Ende. Machen wir jetzt hier fertig, ja? Stunde der Wahrheit. Ja, die Stunde der Wahrheit. Ja, das Amulett will schon mal hin. Und? Okay. Tu was auf. Wollt ihr jetzt noch irgendwelche Worte sagen, Leute? Dann sagt was. Bewegen es. Was. Ja? Hey! Ich will auch sehen, was da ist. Warum? Okay, er läuft alleine. Ja. Komm. Hier. Endlich. Jetzt kennst du die Geschichte. Wie wir es versuchten. Wie wir scheiterten. Wie unsere Hoffnung erlosch. Ja. Außer einer. Deine Hand. Ein Funke. Ein Funke, die Welt zu retten. Warte! Berühre das Podest nicht. Minerva? Du? Aber wie... Du gingst und hast das Gerät zerstört. Glaubst du denn, es gab nur das eine? Was bitte geht denn hier vor? Du darfst sie nicht befreien. Befreien? Juno lebt in diesen Mauern und wartet auf ihre Freilassung. Ja? Ich werde es erklären. Während wir die Welt retten wollten, wollte sie sie stattdessen erobern. Sie nutzte unsere Maschinen für ihre eigenen Pläne. Weissagung durch Zahlen. Die Existenz folgt einem Muster.
die Berechnungen zu verstehen, als die Zeit zu zählen. Das war mein Ziel. Ich baute das Auge, um uns zu helfen. Doch sie nutzte es für ihre eigenen Zwecke. Als wir den Verrat bemerkten, haben wir es beendet. Und dann gingen wir. Doch zuerst riefen wir dich, damit du es erneut versuchst. Wir dachten, ohne sie sei es sicher. Nun sehe ich, wir wurden getäuscht. Sie überlebte. Sie verharrte. Und sie begann zu arbeiten. Jahrhunderte liefen Tinia und ich durch die Welt, um den Funken der Zivilisation wieder zu entfachen. Wir teilten unser Wissen so gut es ging. Wir waren nicht die Einzigen. Und trotz all der Macht, die wir besaßen, würde der Tod uns holen. Doch bevor er das tat, wollte ich einen letzten Blick erhaschen, ob wir Erfolg hatten. Und so bist du jetzt hier? Ich hoffte, ihr findet diesen Ort und vollendet unser Werk. Doch es ist zu spät. Ihr und die Templer habt über unsere Überreste gestritten. Ihr habt Jahrhunderte vergeudet. Und so habt ihr eure Chance vertan. Du kannst das Ende nun nicht mehr aufhalten, Desmond. Du kannst es nur... Sie lügt! Berühre nur das Podest und die Welt wird gerettet. Besser die Welt verbrennt, als die da zu entfesseln. Ist das wirklich so? Dann zeig es ihm. Aber er wird nicht verstehen. Es ist kompliziert. Es ist... Zeig's mir. Ja. Sie würde dich opfern. Sie würde die Welt opfern. Und einfach nur, weil sie mir die Genugtuung nicht gönnen will. Sie wird deine Rasse versklaven, Desmond. Kämpft ihr denn nicht deswegen? Seid ihr nicht deshalb hierher gekommen? Um die Zukunft eurer Rasse zu sichern und ihre Freiheit. Welche Zukunft? Welche Freiheit? Milliarden sterben und der Zyklus beginnt von vorn? Die Welt kennt nichts weiter als Schmerz und Horror, seit wir sie verließen. Unser Geschenk an sie. Und du willst es wiederhaben. Genug! Du darfst das nicht tun. Was immer Juno plant, wie schlimm es heute auch scheinen mag, wir werden sie aufhalten. Doch die Alternative, das, was du willst, hat keine Hoffnung. Befreist du sie, wirst du vernichtet. Es wird sehr, sehr schnell gehen. Und ohne Schmerz. Tu es nicht! Es ist getan. Die Entscheidung steht. Dann musst du mit den Konsequenzen dieses Fehlers leben und sterben. Verschwindet! Ihr alle, jetzt! Geht so weit weg, wie ihr nur könnt. Komm mit uns! Wir finden einen Weg! Keine Zeit! Sohn. Du weißt, dass es stimmt. Es hat begonnen. Ich muss das tun. Also geht. Geht!
Eine Art global auftretendes Nordlicht. So etwas noch nie zuvor gesehen. Augenzeugen beschreiben elektrische Stürme und plötzliche außergewöhnliche Wetterphänomene. Die Bevölkerung auf, ihre Wohnungen nicht zu verlassen. Und auch Geologen berichten von seismischen Aktivitäten im pazifischen Feuerring. Der Nordosten Kanadas erlebt zurzeit die schlimmsten Wetterkapriolen. Beginn der Aufzeichnungen. Satelliten und Transformatoren fallen aus, während der Sonnensturm immer stärker wird. Weltweit wird von Stromausfällen berichtet. Scheint zurückzugehen. Leichte seismische und vulkanische Aktivität wird berichtet. Aber nicht mehr in der vorherigen Stärke. Natürlich wird es mehrere Tage dauern, bis Experten die tatsächlichen Schäden des heutigen Ereignisses festgestellt haben. Aber das Schlimmste scheint vorüber zu sein. Wir halten Sie über die Entwicklung der Geschichte auf dem Laufenden. Vollbracht. Die Welt ist gerettet. Was für eine Rolle gut gespielt. Aber nun ist es an der Zeit, dass ich die meine spiele. So, dann sind wir, glaube ich, jetzt komplett durch. Deathman ist tot. Ja. Das hat Ubisoft getan. Sie haben Deathman sterben lassen. Die Schweine, ja. Einfach nur unfassbar. Das war damals für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, nie wieder fasse ich mir ein Assassin's Creed Teil an, was danach kommt, weil Deathman tot ist. Weil genau diese Geschichte von Deathman, das alles, ja, hat mich total fasziniert. Ja. Und der Quatsch zu sagen, scheiß auf die Geschichte von Deathman, gibt uns nur Alter Ia, nur Ezio Auditore. Das ist aus dem Zusammenhang zusammengegriffen. Ja. Nur durch Deathman selber weiß man, dass die alle, ja, miteinander verbunden sind, in einer Familienlinie sind. Ja. Und ja, wir haben die Erde gerettet. Nix mit Apokalypse, Neuaufbau sozusagen, ja. Und wie sie schon gesagt hat, ja, gute Worte tut man erzählen. Der Rest wird dann alles aufgeschrieben. Irgendwann stirbt man. Man wird als Erinnerung bleiben. Die Worte, die man geschrieben hat oder gesagt hat, werden dann halt so verändert, so gedreht, dass sie halt gegen ein eingesetzt werden oder gegen andere eingesetzt werden, um sie zu töten, zu tyrannisieren oder niederzumachen. Und ja, so ist es halt. Die Geschichte wiederholt sich. Nur nicht jetzt. Jetzt wurde die Erde nämlich nicht zerstört, sondern ja, durch das Opfer von Deathman Miles das Ende sozusagen von diesem Zyklus eingeläutet. Das heißt, es wird anders weitergehen. Ganz anders. Und das werden wir dann auch wir dann später noch sehen bei Black Flag. Das müsste dann, glaube ich, dann der letzte Teil sein, den ich selber habe. Da hatte ich mich dann auch leider hypen lassen von Black Flag. Aber das zu dem Punkt dann später, dann wenn wir soweit sind. Ja, werde ich euch erzählen, auch wieso, weshalb, warum. Ansonsten, ja, das Game. Also jetzt am Ende ging es einfach ratzifatzi. Ja. Der Kampf gegen meinen Vater, also gegen den Vater von Conan. Naja, war so dahingewirkt, so fand ich das eher. Der Rest war alles ganz gut. Schön, hat einfach schön gestimmt, hat Spaß gemacht. Siedlungsausbau hat auch Spaß gemacht. Ja, das war's eigentlich soweit erstmal. Wir haben jetzt nichts mehr zu tun. Ja, also, ja, es ist vorbei, Ende. Also, da bleibt mir nur noch eins übrig. Euch noch einen schönen Abend wünschen. Alles, alles Gute. Und bis zum nächsten Mal. Ja, bei Black Flag dann. Das ist sozusagen die Geschichte vor Connor. Vor Connors Vater. Ja, und zwar, das ist der Vater von Connors Vater. Die Geschichte.
ein bisschen verwirrend, aber wir spielen sozusagen Connors Opa. Ja, so glaube ich, so ist das, ja. Ich glaube, das spielen wir. Also, na gut. Ich wünsche euch jetzt erstmal einen schönen Abend. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, alles, alles Gute und erstmal ciao, ciao euch. Amerika braucht eure Dienste Schickt nicht. Schickt sie nach England, Gentleman. Im Sarg. Tod den Unterdrückern! Macht sie nieder! Wenn du hungrig bist, ich hab genug. Nein, danke. Wo sind denn alle hin?
nach Westen. Ist schon eine Weile her. Anscheinend hat der Kongress das Land einem Mann aus New York zugesprochen. Was? Das passiert jetzt immer öfter. Die Regierung sagt zwar, sie nehmen kein Land, das schon bewohnt ist, aber... Wie konnte das nur passieren? Wir sind jetzt allein. Überhaupt kein Geld und keine Hilfe aus England mehr. Das heißt, wir müssen jetzt alles selbst machen. Und selbst bezahlen. Land ist schnell und leicht verkauft. Und nicht so lästig wie Steuern. Und da angeblich der ganze Krieg nur deswegen ausgebrochen ist, will sie keiner so schnell zurück. Sind kluge Köpfe unsere neuen Anführer. Die greifen noch nicht ganz so hart durch. Noch zu früh für Steuern. Zu britisch. Danke. Pass auf.